So, hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte heute über Mode sprechen und habe mir einiges dazu rausgesucht. Im Internet, also Fotos, die ich gemacht habe, die werde ich einblenden. Und ich habe mir auch einiges aufgeschrieben, damit ich nichts vergesse. Also es wird jetzt hier nichts vorgeführt, ich habe keine Klamotten gekauft. Also es sind jetzt keine Modelbilder von mir zu sehen, ja, in irgendwelchen Outfits, sondern es wird geredet. Nur zur Information gleich anfangs. Ich setze jetzt mal meine schlaue Brille auf und vielleicht seht ihr wieder diese Ringe. Tut mir leid, geht nicht anders, aber ich brauche dieses Ringlicht, sonst ist das alles zu dunkel, trotz der weißen Wand. Also, ich habe jetzt hier mal mir Folgendes aufgeschrieben. Die Modetrends Frühling, Sommer 2019. Also, als allererstes, die 90er sind zurück. Das heißt, Übergrößen in mehreren Lagen, also Lagenlook. Mögen wir ja ganz gerne. Formen und Materialien, die sich auf jeden Fall gut anfühlen. Also Wert auf Qualität sollte schon gelegt werden. Lange Hosen, weite Kleider, die Stoffe fallen leicht und locker. Bequem soll es sein. Und Spaß machen. Denn bequeme Mode macht ja auch Spaß. Ne? Wenn wir irgendwas Enges anhaben, fühlen wir uns nicht gut und dann macht das alles keinen Spaß. Also kräftige Farben strahlen. Denn kräftige Farben strahlen auch Selbstbewusstsein aus. Neben Lila und Rottönen sticht eine Farbe ganz besonders heraus, und zwar Gelb. Gelb wird immer wichtiger, Gelb wird immer größer, sagen die Modemacher. Und Beige ist wieder in. Die langweilige Farbe Beige ist wieder in. Und der Trend geht so ein bisschen oder kommt ein bisschen so aus der Nische raus. Ne? Also ein beiger Trenchcoat oder beige Schuhe. Beige, beige, beige. Ist eigentlich ein bisschen langweilig, man kann es aber aufpeppen, beige. Wenn man zum Beispiel was Beiges anhat, wirken Perlen jetzt nicht am Arm, sondern am Hals. Von Vorteil, dann strahlt man mehr. Also gut. Dann die Schuhe. Quadratische Schuhspitzen. Also das ist aber nicht 90er. Ich kann mich erinnern, dass meine Mutter, das war in den 60ern, 70ern, hatte die auch quadratische Schuhe an. Also warum die jetzt, ich meine, die 90er, hatten wir in den 90ern schon quadratische Schuhe? Also, quadratische Schuhe, auch Blockabsatz, was natürlich sehr bequem für die Füße auch ist. Helles Denim, also heller Jeansstoff ist in, dark ist out. Das heißt, diese verwaschenen Stoffe, also ich hatte Unmengen von Hosen in diesem verwaschenen Denim in den 90ern, ja, Ende der 80er, Anfang der 90er. Natürlich sind jetzt die, es ist nicht die Karottenhose, es sind diese High-West-Hosen mit irgendeiner, mit so einer Bindeschlaufe, mit irgendwelchen Fers da dran, also weit geschnitten, eigentlich gar nicht so figurbetont. Also Jeans in allen hellen Waschungen zeigt die Coolness der 80er, also Ende der 80er. Anfang der 90er gepaart mit lässigen Schnitten. Dann schauen wir mal, was es da so zu kaufen gibt. Ich muss weiter im Text gehen. Die wichtigsten Trends allerdings sind, ihr lacht euch kaputt, sind Radlerhosen. Ich habe jetzt, also ich habe noch Radlerhosen. Also ich finde Radlerhosen okay, aber nicht die jetzt oberhalb des Knies aufhören. Also welche Frau hat schöne Knie? Also das sind vielleicht 12-Jährige. Also die Knie, finde ich, sollten bedeckt sein. Also ist es für mich nicht ein Radler, sondern eher eine Leggings oder eine Capri-Hose. Denken wir an Audrey Hepburn, Ballerinas, eine weiße Bluse, eine Capri-Hose. Wunderbar. Ich habe mal nach so Leggings geschaut im Netz und verlinke euch da mal welche. Die haben eine ganz gute Qualität und verschiedene Farben. So, sind doch nicht so teuer. Also die Radlerhose. Schon 2018 hat sich das in Fashion-Kreisen angebahnt. Ist irgendwie ein bisschen an mir vorbeigegangen. Jetzt ist es voll im Trend und man startet also voll durch mit der Radlerhose. Und die kann man verschieden kombinieren. Mit einem Kleidchen drüber, mit einem Rock drüber, mit einem Blazer, mit einem langen Oberteil. Schulterpolster aber noch nicht. Also die habe ich noch nicht gesehen. So, also man hat diese Radlerhosen gesehen in allen großen Modenschauen, bei Chanel, bei Roberto Cavalli und so weiter. Also alle, überall liefen sie in Radlerhosen über den Laufsteg. So, habe ich gesagt, Styling-Idee mit Blazer, Bluse oder auch ein Hoodie sieht auch. Das ist dann sehr sportiv. Ja. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass das Häkelstrick zurückkommt, also das Häkelkleid. Ja, das ist ein Trend, über den ich mich sehr freue. Das ist ein totales It-Piece. Also irgendein Häkelstück solltet ihr im Schrank haben.
Also die grob gestrickte Masche macht Lust auf Sommer, wie sie so schön sagen, und versprüht dieses gewisse Hippie-Feeling, kennen wir ja, ne? Tja, also ist ein besonders schönes Highlight. Was haben wir noch? Die Hüfttasche, das war Nummer 3. Das war ja schon im letzten Jahr sehr trendy. Allerdings mehrere Hüfttaschen, also die werden jetzt quer über den Körper getragen, also nicht nur auf der Hüfte, sondern auch quer über den Körper. Finde ich bei jungen Mädchen okay, bei älteren Semestern finde ich es ein bisschen doof, wenn ihr so eine Tasche über den Busen hängt. Ja, also okay, ich blende euch gleich was ein dazu. Und auch die XXL-Tasche ist wieder ganz stark im Kommen. Ihr nehmt also euer ganzes Leben mit. Große Taschen sind wieder total trendy. Und ihr habt auch gleichzeitig, absolviert ihr euer Fitnessprogramm, wenn ihr alles, also wenn die schön schwer ist, habt ihr immer was zu schleppen und kriegt Muckis. Dann haben wir Batik. Ihr seht, ich habe hier so ein Teil an. Das ist nicht neu, das ist ein altes Batik-Teil. In den 60ern war Batik, also Batik in Regenbogenfarben, das Symbol für Frieden und Freiheit. Und vielleicht ist das gar nicht so schlecht, dass dieser Trend zurückkommt, denn wir alle sehnen uns irgendwie nach Frieden auf dieser Erde. Es ist ein sehr schöner Trend. Also nicht nur einfarbig, mehrfarbig. Es wird wild durcheinander gemixt. Also nicht nur eine Batikfarbe, mehrere Batikfarben. Also finde ich ziemlich wild. Aber die jungen Mädchen können das ja alles gerne tragen. Aber ein Teilchen ist vielleicht nicht schlecht, um so ein bisschen, gerade im Sommer am Strand oder im Urlaub, so ein Urlaubsfeeling, so ein Freiheitsfeeling zu haben. Also es geht kein Weg am Batik auch in diesem Jahr vorbei. Ja, weil ich das gerade gesagt habe, der Printmix ist also auch sehr in. Es wird ziemlich dolle in diesem Jahr, was ich in den Schaufenstern schon an Dekorationen gesehen habe. Da habe ich gedacht, um Himmels Willen, was machen die aus uns Frauen? Muss man ja nicht alles mitmachen. Ne? Aber es ist natürlich schwierig, wenn man sich dann was kaufen möchte, wenn alles so bunt durcheinander gewürfelt ist. Und wie will man das mixen? Okay, wir haben ja auch noch was im Kleiderschrank, so ist es ja nicht. Das können wir ja irgendwie was Klassisches mit irgendeinem bunten Mixprint mischen. Was ich auch eine sehr schöne, einen schönen Trend finde, sind lange Westen. Also auch so Bläserwesten, also die bis übers Knie gehen. Also nicht kurze, enge Westen, sondern so weite, also praktisch wie ein Mantel, nur die Ärmel abgeschnitten. Solche Westen habe ich auch im Netz gefunden. Und die verlinke ich auch. Das finde ich, das hat was, wenn man jetzt eine Jeans anhat oder auch eine Radlerhose oder Capri-Hose und ein kurzärmiges Shirt. Man friert ja meistens am Rumpf und dann hat man so lässig so eine lange Weste drüber. Das macht was her. Man ist irgendwie angezogen und hat aber trotzdem keinen Mantel an. Also die langen Westen finde ich auch ist ein gelungenes Statement. Hatte ich schon Hosenanzüge erwähnt, die sind also auch ganz im Kommen. Nicht nur Casual, also fürs Büro, auch Hosenanzüge in der Freizeit ist nicht so meins. Auch in quietschbunten Papageienfarben. Gelb, grün, orange, ja, und die Trendfarbe ist ja Koralle. Also es wird sehr bunt. Es erinnert mich wirklich sehr stark an die 80er. Okay, 80er, 90er Jahre, Ende der 80er, Anfang der 90er. Ihr seht, es kommt alles zurück und die Zeitabstände werden immer geringer. Die werden immer weniger, dass alles zurückkommt. Ja, was sollen sie machen? Ne? Man kann nichts neu erfinden, weil es alles schon mal gab und schon mal gibt. Aber was mich eigentlich ein bisschen stört an der Mode für uns Frauen, wie wir uns überhaupt kleiden. Man hat sich früher eigentlich fraulicher angezogen. Nicht nur zur Zeit des Wirtschaftswunders, auch davor. Da waren Frauen irgendwie Frauen. Heute ist alles so androgyn. Naja, es ist lässig, androgyn, bequem, klar. Aber so richtig schöne weibliche Schnitte. Gut, die meisten Modedesigner sind Männer. Ja, also wo sich Frau wie eine Frau fühlt. Es ist alles so uniformiert eben, ne? Kann jeder anziehen. Und jetzt durch die Übergrößen und den Lagenlook. Nun denn, also das war jetzt ein informatives Video von mir über die Modetrends 2019, Frühling, Sommer. Mal sehen, was Herbst, Winter uns beschert. Es sind einige schöne Trends dabei. Und man hat ja auch noch einiges im Schrank. Ich habe zum Glück nicht alles. Ich bin ja ganz fix im Entsorgen. Ne? Also wegschmeißen, verschenken, verkaufen, in die Kleidersammlung geben. Aber so ein paar tolle Stücke, die jetzt auch jahrelang so im Schrank gelegen haben, die können jetzt wieder zum Einsatz kommen. Und das freut mich doch sehr. Unter anderem so ein Häkelstrick. Ich weiß noch, ich habe mir obwohl das ist erst knapp 10 Jahre her, in New York ein ganz tolles Häkelkleid gekauft. Und das werde ich jetzt wieder anziehen. Das ist sehr, sehr schön. Aber es gibt ja auch viele Frauen unter euch, bin ich mir ganz sicher, die gerne Handarbeiten machen. Man kann sich auch viel selber häkeln.
ja, ich mache ja auch, ich stricke ja auch ein bisschen rum, vielleicht häkel ich mir auch einen Rock oder so. Mal schauen. Also, ihr Lieben, seid besonders gut zu euch, wie immer, ihr kennt den Spruch. Ich habe mich gefreut, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und bis bald. Ciao.